diesem Video geht es unter anderem darum, zu informieren, warum es in der Philosophie sogenannte Teildisziplinen gibt und eine Auswahl dieser Teildisziplinen darzustellen. Der deutsche Philosoph Immanuel Kant von 1724 bis 1804 lebte und forschte in Ostpreußen in der Stadt Königsberg. Königsberg gehört seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs unter dem Namen Kaliningrad zur Sowjetunion bzw. später dann zu Russland. Die Überlegungen Immanuel Kants sind beeinflusst durch die sogenannte anthropozentrische Wende. Der Begriff anthropozentrisch setzt sich aus dem lateinischen Wort Zentrum für Mitte und dem griechischen Wort Anthropos für Mensch zusammen. Die in Europa seit der Renaissance im 15. Jahrhundert beobachtbare Wendung weg von Gott und der Hinwendung hin zum Menschen wird als sogenannte anthropozentrische Wende bezeichnet. Vertreterinnen und Vertreter dieser Sichtweise betonen, dass es einerseits der Mensch selber ist, der Fragen stellt und andererseits dann auch Antworten auf diese Fragen sucht und zu geben versucht. Immanuel Kant entwickelte unter anderem deshalb die folgenden vier Fragestellungen, um zielgerichteter forschen zu können und um die Ergebnisse dieser Untersuchungen verschiedenen Teilbereichen der Philosophie zuordnen zu können. Die erste Frage lautet für ihn: Was ist der Mensch? Diese Frage fasst die anderen drei nachfolgenden Fragen zusammen, da es ja beispielsweise der Mensch selber ist, der diese Fragen stellt. Die nächste Frage lautet: Was soll ich tun? Es geht hier um eine Auseinandersetzung mit möglichen Fragen und Antworten im Bereich von beispielsweise der Ethik und Moral. Die nächste Frage nach Kant lautet: Was kann ich wissen? Es geht hier um eine Auseinandersetzung mit den Grenzen und Möglichkeiten des Erwerbs von beispielsweise Wissen und Fertigkeiten. Hier gehört der Bereich der Kenntnistheorie dazu. Und die nächste Frage nach Kant lautet: Was darf ich hoffen? Es geht hier um eine philosophische Auseinandersetzung mit Fragen und Antworten im Bereich der Religion. Es geht also um den Bereich der Religionsphilosophie. Diese vier Fragen stehen für Bereiche, in denen neue Fragen und Antworten gesucht werden. Man spricht in diesem Zusammenhang von sogenannten Erkenntniszielen. Man kann dieses Forschen als Kreislauf beschreiben, in dem immer wieder neue Fragen zu neuen Antworten führen können. Um diese Erkenntnisziele besser erreichen zu können, kommt es zu einer Arbeitsteilung unter den Denkerinnen und Denkern, bei denen sich Einzelne auf bestimmte Teilbereiche in Form von Teildisziplinen spezialisieren. Diese Teilbereiche und Teildisziplinen können wiederum letztlich den vier Grundfragen nach Immanuel Kant zugeordnet werden. Im Folgenden möchte ich eine Auswahl von Teildisziplinen der Philosophie darstellen. Im Bereich der Ästhetik geht man unter anderem der Frage nach, was man unter dem sogenannten Schönen versteht und wie das Schöne erzeugt werden kann. Im Bereich der Ethik, Moral, setzt man sich unter anderem mit moralischen Begründungen des menschlichen Erlebens und Verhaltens auseinander. Im Bereich der politischen Philosophie werden unter anderem Möglichkeiten und Notwendigkeiten des menschlichen Zusammenlebens besprochen und in diesem Zusammenhang beispielsweise Staatsformen wie etwa Republik und Diktatur bewertet. Im Bereich der Erkenntnistheorie werden Möglichkeiten und Grenzen der menschlichen Erkenntnis besprochen. Eine andere Bezeichnung der Erkenntnistheorie lautet Wissenschaftstheorie. Im Bereich der Religionsphilosophie wird unter anderem die Bedeutung der Religion für die Menschen und die Beweisbarkeit von religiösen Aussagen besprochen. Im Bereich der Anthropologie wird danach geforscht, was typisch für die meisten Menschen ist. Man spricht in diesem Zusammenhang von der sogenannten Natur des Menschen. In diesem Bereich fallen unter anderem Fragen wie jene nach möglichen Unterschieden zwischen Tier und Mensch. Im Bereich der Geschichtsphilosophie wird beispielsweise Fragen nachgegangen, ob es Regelmäßigkeiten oder immer wieder wiederkehrende Ereignisse in der Geschichte gibt. Des Weiteren wird danach gefragt, ob ein Sinn oder ein übergeordnetes Ziel in der historischen Entwicklung gefunden werden kann. Die Sprachphilosophie beschäftigt sich unter anderem mit der Entstehung, Entwicklung und Aufgaben der menschlichen Sprache.
Da die Sprache auch der Weitergabe von Informationen dient, erfolgt in diesem Bereich eine Auseinandersetzung mit den diesbezüglichen Grenzen und Möglichkeiten des Austausches zwischen den Menschen. Die Rechtsphilosophie beschäftigt sich unter anderem mit den Zielen und Begründungen rechtlicher Normen. Die Metaphysik beschäftigt sich unter anderem mit dem besseren Verständnis des sogenannten Seienden, der Wirklichkeit, also beispielsweise dem Ursprung und den Zusammenhängen innerhalb der gesamten Wirklichkeit.